Komm, mach mir die Augen zu. Mach mir die Augen zu. Ja. Jetzt. Du, ich kenne jetzt den Geschmack von der Andrea nicht, aber ich würde dich auf der Stelle heiraten. Darf ich mal? Schau. Ja. Schön, sehr schön. Das heißt ja sehr schön, Mama, das ist super. Wie machst du es denn jetzt, Martin? Ich meine, lass mir raten. Romantisches Restaurant, hunderte von Kerzen, den Ring versteckt im Champagnerglas. Nee, ich fahre jetzt einfach dann gleich hin zu ihr und dann schaue ich ihr in die Augen und dann hole ich tief Luft und dann frage ich sie, ob sie mich heiraten will. Gut. Und hast mit der Lilly schon geredet? Nee, noch nicht. Ich wollte erst mal abwarten, ob sie überhaupt, ja, also ich meine, wie die Dinge sich entwickeln. Morgen. Hallo. Die Adrien kennt ihr ja schon. Ja, unsere Weddingplanerin. Bist du nervös? Oh. Nervös, ich? Weil du mir heiratst. Na, da wäre ich nervös. Ich würde gerne heute Nachmittag eine Generalprobe einberufen. Um 17 Uhr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es allen Beteiligten hilft, wesentlich entspannter zu sein, wenn es da morgen ums Ganze geht. Naja, mich braucht sie nicht. Ich bin weder Trauzeuge, noch streue ich Blumen und ich habe noch genug zu tun. Mama, bitte, schau, es ist immerhin die Probe für meine Hochzeit, ha? Bitte. Ja, gut, komm schon. Danke. Liebe Andrea, ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam hingehen. Frau Kirschner? Was kann ich für Sie tun? Bitte reservieren Sie mir ein Zimmer im Burghof. Ich muss heute noch nach Wien. Heute noch? Ja. Gut. Danke. Manche Dinge dulden keinen Aufschub, oder? Stimmt. Ändert sich. Junge. Und du? Du hast dir das wirklich gut überlegt, das mit Andrea. Ja. Sehr gut sogar. Weißt du, ich will mich nicht einmischen, aber du heiratest es nicht nur, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Oder? Wegen der Julia. Ja. Mama, ich weiß erst seitdem, was mir der Andrea wirklich bedeutet. Meinst du, sie sagt ja? Meinst du, dich liebt? Andrea, hier. Ich will dich heiraten. Willst du das auch? Nein. Das ist... Andrea, mein Herz sagt mir, und ich sag dir... Nein, bloß nicht rein, das ist Quatsch. Tja, Hans, bitte belästige mich jetzt nicht mit guten Ratschlägen. Bin wirklich nervös. Was ist denn? Tut mir leid, dass ich deine Pläne über den Haufen werfen muss, aber wir haben einen Einsatz. Hans, bitte jetzt nicht. Ich stehe vor dem wichtigsten Gespräch meines Lebens. Du musst es verschieben machen. Bitte. Wie es ausschaut, haben wir es mit einem Selbstmörder zu tun. Dem würde ich mir echt ungern ohne einen Arzt nähern. Ja. Ja, okay. Thank you.
Hallo? Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Gruber. Guten Tag. Wer sind Sie? Ich bin Arzt. Aber ich war doch vorige Woche erst bei Dr. Peters. Ja? Ja doch. Gut. Wir werden jetzt aufstehen und gemeinsam da zum Auto gehen. Wir helfen Ihnen, hm? Kommen Sie. Ja, alles gut. Mein Hut. Dann holen wir gleich. Wie heißen Sie? Bitte? Was für ein Tag ist heute? Was soll denn das? Die Kollegen bringen es jetzt erstmal zum Auto, ja? Wir kommen gleich. Guten Tag. Ja, in einem Selbstmörder sieht mir das nicht aus, hier. Nach einem neurologischen Ausfall. Aha. Ja, soll ich Heli rufen? Wir fliegen in die Klinik? Nein. Dem fahren wir jetzt erstmal in die Praxis. Ich hol den Hut. Weiß immer noch niemand, wer der Mann ist? Nee. Das EKG ist in Ordnung, Blutdruck ist in Ordnung, keine äußeren Verletzungen, keine Fokalneurologie. Vielleicht eine psychische Belastungsreaktion. Ein Schock. Glaube ich nicht. Sie ist tot. Wer ist tot? Meine Frau. Sie ist tot. War Ihre Frau mit Ihnen auf dem Berg? Oh. Wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen? Meine Tochter. Sie müssen meiner Tochter Bescheid sagen. Wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen? Entschuldigung. Guten Tag. Katja Wagner, die Polizei hat mich angerufen, dass mein Vater bei Ihnen ist. Ja. Ihre Tochter ist da. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Kenne ich sie? Ich bin's. Die Katja, deine Tochter. Katja. Aha. Ist er verletzt? Nein, soweit ist alles in Ordnung. Er scheint mir nur etwas verwirrt zu sein. Mein Vater leidet an fortgeschrittener Demenz. Ja, Frau Wagner. Ihr Vater sprach gerade mit einer Frau, ja, dass sie tot wäre. Meine Mutter ist bereits vor 20 Jahren gestorben. Sie ist verunglückt in der Koblerwand. Katja! Es tut mir leid, dass ich jetzt erst komme. Meine Sekretärin hat mich gerade das informiert. Es ist alles in Ordnung mit ihm. Die Bergrettung hat ihn aus der Koblerwand geholt. Aus der Koblerwand? Aber, Verzeihung, Bernd Ruf. Martin Bruge. Aber was macht er denn? Hat er ja mehr Glück als Verstand gehabt, der alte Knochen. Ich werde ihn nach Hause bringen. Nach Hause? Glauben Sie, dass das die richtige Entscheidung ist? Medizinisch von meiner Seite gibt es keinen Einwand. Sie haben Erfahrung mit Ihrem Vater. Ja, was ich meine ist, wäre es nicht besser, ihn erstmal unter Beobachtung zu stellen? Bernd, ich werde bei ihm bleiben. Katja! Dein Vater hätte sich heute fast zu Tode gestürzt. Aber weil ich nicht aufgepasst habe. Es tut mir leid. Kommst du später noch bei uns vorbei? Eigentlich dachte ich, dass wir heute Abend beide... Ja, klar, ich komme noch vorbei. Danke nochmal. Haben Sie denn Ihrer Chefin nicht gesagt, dass Herr Stanier Kiruna Sie in ein Internat abschicken will? Doch. Aber er hat uns erklärt, dass er lediglich einige der führenden Internate angeschrieben hat, um sich jetzt schon zu informieren, ob Jonas dort irgendwann sein Abitur machen kann. Abitur? Ist doch lächerlich. Der Junge ist gerade mal 8. Frau Messner, Sie wissen genauso gut wie wir, dass sich Herr Stanier nicht im geringsten für das Kind interessiert.
Hören Sie, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass Jonas zu mir zurückkommt. Irgendwie. Es tut mir furchtbar leid, aber ich fürchte, Sie werden sich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass Jonas in Zukunft bei seinem Onkel leben wird. Hören Sie, wenn sich irgendetwas ändern sollte, dann werde ich Sie sofort informieren. Versprochen. Also, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Susanne, ich glaube, das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Ich danke dir. Tag, Frau Kerner, Dr. Gruber hier. Ist sie da? Warten Sie, ich bin selber gerade erst reingekommen. Dr. Gruber, sie ist nicht da. Ich sollte das bestimmt nicht sagen, aber Frau Dr. Junginger ist gerade nach Wien aufgebrochen. Wien? Ich dachte, der Fall war abgeschlossen. Das ist er auch. Was macht sie denn dann in Wien? Sie will das Angebot annehmen, oder? Ja. Morgen will sie die Verträge unterschreiben. Danke, Frau Kirchner. Wiederhören. Herr Dr. Gruber, Sie müssen sofort zu diesem Herrn Wagner fahren. Seine Tochter hat angerufen. Ihr Vater sei völlig außer Kontrolle, sagt sie. Die Adresse habe ich Ihnen aufgeschrieben. Ja. Danke, Frau Stadt. Das ist so mein Haus. Beruhig dich doch. Wir sind Katja und Bernd. Katja, deine Tochter. Helmut, ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Und jetzt gehen Sie endlich. Papa, doch erstmal bitte. Raus! Papa. Helmut, raus! Papa, hör auf! Bitte! Raus! Raus! Bitte! Raus! Bitte! Raus! Lassen Sie mich los! Papa, bitte, es ist alles gut. Meine Tasche, schnell. Es ist alles in Ordnung, hörst du? Es ist alles gut. Ich bin's, die Katja. Katja? Ja, Katja. Katja. Okay. Herr Wagner, ich gebe Ihnen jetzt eine Beruhigungsspritze, ja? Ich will keine Spritze. Doch, Papa. Ich würde Ihnen gut tun, Herr Wagner. Lorazepam ist Beruhigungsmittel. Okay. Man sollte sich einfach ein bisschen hinlegen jetzt, ja? Mhm. Komm, ich bring dich nach oben. Ist klar? Danke, ja. Schläft die Maria schon? Die Mama ist tot, Papa. Das weißt du doch. Wieso? So nicht weitergehen. Was soll denn noch alles passieren? Ich hatte Träume mit Katja, Pläne für die Zukunft. Ich habe uns ein Haus gebaut, damit sie weiß, dass ich es ernst meine. Jetzt wirft sie das alles weg. Will sich nur noch um ihren Vater kümmern und wirft ihr ganzes Leben weg. Ich werfe mein Leben nicht weg, Bernd. Genau das tust du. Frau Wagen, ich würde gerne noch mal mit Ihnen über Ihren Vater sprechen. Ich war zu lange draußen, ja? Du wirfst unser Leben weg. Bernd. Als die Mama damals verunglückt ist, da wollte ich auch tot sein. Ohne Papa hätte ich das nie geschafft. Der war der beste Vater, den man sich vorstellen konnte. Er hat alles dafür getan, dass ich trotzdem ein glückliches Leben hatte. Alles. Ich bin ihm das schuldig. Verstehst du? Nein, ich verstehe das nicht. Wenn dein Vater damals alles dafür getan hat, dass du glücklich bist, warum sollte er dann jetzt wollen, dass du unglücklich wirst? Katja. Wir beide müssen eine Entscheidung treffen. Wir dürfen uns nicht länger davor drücken. Ich kann ihn nicht einfach weggeben. Er ist mein Vater. Ich
Frau Wagner, zum einen, Ihr Vater wird jetzt noch einen schlafen. Und zum anderen, ich weiß, es ist Familienangehörige oft sehr schwer zu akzeptieren, dass ein Verwandter ins Heim muss. Sowohl die Zeiten als auch die Anstalten so haben sich geändert. Aber er braucht mich doch. Ich kann ihn doch nicht im Stich lassen. Es geht nicht nur um sein Leben. Es geht auch um Ihr Leben. Falls mit Ihrem Vater was sein sollte, oder falls Sie was brauchen, dann melden Sie sich. Danke. Alles Gute. Danke. Dr. Gruber? Ja? Könnten Sie für mich noch mal mit Bernd reden? Frau Wagen, ich bin Arzt. Ich helfe Ihrem Vater gerne. Ich will ihn nicht verlieren. Da kommt der Balkon noch rundherum und wunderbar. Das ist schön. Wollte das perfekte Haus für uns bauen. Ja, eine simple gemeinsame Beziehung. Nicht mehr und nicht weniger. Guck, wie Männer und Frauen das eben machen, wenn die sich lieben. Die heiraten, bauen sich ein Häuschen, vielleicht kriegt man Kinder. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Als Sie mit dem Hausbau angefangen haben, haben Sie da schon gewusst, dass Herr Wagner krank ist? Ja, das wussten wir. Aber Katja und ich, wir waren uns sicher, dass wir es irgendwie hinkriegen. Wir kennen uns ja auch schon eine Ewigkeit. Wie lange denn? Seit den Schulzeiten. Aber je kränker Helmut wurde, desto mehr hat Katja sich auf die Position der Tochter zurückgezogen. Das ist doch verständlich, oder nicht? Ja, nicht in dem Maße. Ja, sowas ist immer schwierig, aber ich finde, Sie sollten sie zu keiner Entscheidung zwingen. Sind sie eh längst entschieden. Vielleicht liebt sie mich, ja. Aber die Krankheit des Vaters wird immer an erster Stelle stehen. Kann ich machen, was ich will. Besser, ich gestehe mir das irgendwann mal ein. Ja, manchmal ist es wohl so, dass eine Beziehung nicht funktioniert. Ich dachte, Sie sind gekommen, um mir Mut zu machen. Entschuldigung, ich habe gerade selber auch Verzeihung. Das ist schon absurd. Jetzt soll ich hier ganz alleine herziehen. Ich kann Sie gut verstehen. Sagen Sie, Stanyak-Gruppe. Hat Peter Stanyak das hier gebaut? Ja. Kennen Sie Stanyak? Aha. Hatten Sie auch Ärger mit dem? Ja. Die Baustelle hier lag monatelang brach, weil er seine Leute nicht bezahlt hat. Ach. Ja. Ich dachte, der Laden läuft. Ja, da läuft nichts. Wenn Sie mich fragen, brauchst du ein Wunder, um den Laden zu retten. Verstehst du, Susanne? Das Stanyak will gar nicht den Jonas. Der will sein Geld. Ja, aber seit wann ist Jonas denn so reich? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Frau Messner hat mir erzählt, dass die Vermögensverhältnisse von Jonas erst seit ein paar Tagen endgültig geklärt seien. Ja, und? Die Eltern haben Jonas 2 Mietshäuser in Hall vererbt. Beste Lage mitten in Hall. Das gibt's doch nicht. Ja, das gibt's wohl. Und der Stanyak möchte durch den Verkauf dieser beiden Häuser seine marode Firma sanieren. Ja, aber was können wir denn dagegen machen? Ich werde morgen früh erstmal zu ihm hinfahren. Ich habe nämlich einen sehr anregenden Gedankenaustausch mit unserer Frau Messner. Um 17.30 Uhr sagt der Standesbeamte die entscheidenden Worte, ihr seid frisch vermählt. Und küsst euch in genau 5, 4, 3, na los, 2, 1, jetzt. Ich will, ja. Ich will auch. Perfekt. Seht ihr? Seht ihr? Die Sonne steht genau gegenüber von euch. Das werden Fotos, die könnt ihr euch in Postergröße aufhängen. Ach so, nicht schlecht. Was glaubt ihr denn, was ich hier mache? Ich hab's dir gesagt, die Frau ist spitze. Und sagen Sie, Sie wollen hier wirklich keine Heizstrahler aufstellen? Frau Gruber, das habe ich Ihnen doch schon erklärt. Wir werden unifarbene Decken auslegen, passend zum Rest der Dekoration. Naja, und was ist mit der anständigen Gulaschsuppe? Ich meine, trotz Ihrer unifarbenen Decken wird es nämlich ganz schön kalt da oben, gell? Jetzt komm, Oma, sei doch nicht zu fies zu dir. Nur zu Ihrer Beruhigung, für morgen ist ein milder Tag angesagt. Keine Niederschläge, warme Temperaturen bis zum Abend. Deshalb keine Gulaschsuppe, sondern ein kaltes Buffet mit Variationen von Fisch und Wild. Fisch und Wild kalt. Es ist ausgezeichnete Tiefkühlware aus Frankreich. Was, Tiefkühlware? Aber da war jetzt nie die Rede davon. Jetzt, Hans, jetzt regst du den hier auch noch auf. Lass doch die Jasmin einfach machen, die macht es schon. Entschuldige mich bitte. Hallo Hans, sorry. Servus. Na, wie läuft's? Geht so. Hallo. Er hat Nein gesagt, oder? Dazu ist gar nicht gekommen. Wieso? Die zieht das Ding mit der Trennung jetzt durch. Die hat einen Job in Wien angenommen. Was? Ja. Entschuldigung. Scheiße. Gruber? Frau Wagner? Ja, dann würde ich aber gern bei ihm zu Hause nachschauen.
Ja, ja. Gut. Danke. Was ist passiert? Ich musste mal los. Sozusagen ein medizinisches Wunder. Viel Spaß noch. Hier, da waren wir mal essen. Die schlechteste Pizza ganz Italiens, haben wir danach immer gesagt. Und sind trotzdem jedes Jahr wieder hingegangen. Schön, dass es dir wieder besser geht. Ich fühle mich auch wie... Ich kann das gar nicht beschreiben. Besuch. Wie schön. Verzeih mir, die Tür war auf. Dr. Gruber ist der Arzt, der sich heute um dich gekümmert hat. Genau. Was kann ich für Sie tun, Doktor? Außer Ihnen zu danken, dass ich endlich aus diesem Dämmerschlaf wieder aufgewacht bin. Keine Ursache. Ich wollte Sie einfach noch mal kurz sehen und Sie untersuchen. Ja, aber gern. Sie können sich gern hinsetzen. Ihnen geht's wieder gut? Ja, sehr gut. Ja. Seit wann denn? Als ich vorhin erwacht bin, da war es so, als ob mir jemand eine Käseglocke von meinem Kopf genommen hat. Unglaublich, das Gefühl. Ja. Ich meine, ein Arzt freut sich immer, wenn es seinem Patienten gut geht. Frau Wagner, ich würde ganz gerne mit Ihnen nochmal unter vier Augen sprechen. Natürlich. Ich komme gleich wieder her. Danke, Herr Wagner. Lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit. Da warst du schwanger mit unserer Kleinen. Weißt du noch? Frau Wagner, wie gesagt, ich freue mich natürlich sehr, dass es Ihrem Vater wieder besser geht. Es ist nur so, dass es medizinisch überhaupt keinen Sinn ergibt, dass ein Demenzkranker plötzlich wieder so klar ist. Ich verstehe nicht ganz. Ich will den Vater ins Krankenhaus bringen, ihn untersuchen lassen, damit wir endlich wissen, was los ist. Darf ich Sie hinausbitten, danke? Wagner, einfach ganz ruhig liegen bleiben, ja? Vielen Dank. Bitte sehr. Ihr Patient, Herr Kollege. Danke, soweit so gut. Darf ich mal? Eine Verschmächtigung der Hirnrinde wirst du finden, Martin. Ja, ja, ja. Voilà. Eine Verschmächtigung der Hirnrinde. Klassischer Fall von Demenz. Ja, aber das ergibt überhaupt keinen Sinn, Alexander. Doch. Wache Momente wirst du immer wieder bei Demenzpatienten finden. Du hast ihn aber nicht erlebt, er war wie ausgewechselt. Hast du mir eine Spritze gegeben? Ja, Lorazepam, ein Beruhigungsmittel, das definitiv nicht verantwortlich ist für den Rückgang der Hirndysplasie. Kann er über Nacht hier bleiben zur Beobachtung? Ich will sehen, was ich machen kann, aber verbeiß dich nicht zu sehr. Der Fall hier ist eindeutig. Wir haben es gleich, Herr Wagner. Danke. Also doch kein medizinisches Wunder. Danke, Schwester. Die gibt es leider sowieso viel zu selten, aber ich denke, wir haben uns in diesem Fall vermutlich mit einem klassischen Fall von Demenz zu tun, ja. Das tut mir leid. Dann wird es ihm also bald wieder schlechter gehen. Ja, vermutlich. Es tut mir leid. Haben Sie mit Bernd gesprochen? Ja. Also, so wie ich das einschätze, meint er es ziemlich ernst. Er hat allerdings die Befürchtung, dass Sie sich schon entschieden haben. Und zwar gegen ihn. Ich kann ihm noch nicht einmal böse sein. Er hat vermutlich mehr Geduld mit mir gehabt, als man von jemandem erwarten kann in dieser Situation. Aber es tut so verdammt weh. Dagegen habe ich leider keine Mittelchen parat. Katja! Ich bin hier, Papa. Seien Sie positiv. Ich weiß auch nicht. Plötzlich fühle ich mich wieder so hundemüde. Es wird wieder so sein wie vorher, oder? Du hast mir doch gar nicht von Bernd erzählt. Ihr seid doch noch zusammen, oder? Ist ein guter Bursche, Katja. Verprell den bloß nicht. Wir haben gerade ein paar Probleme. Probleme? Es ist wegen mir.
Stimmt's? Du musst jetzt gut zuhören, ja? Du darfst nicht dein Leben wegwerfen für mich, Katja. Wenn ich wieder so vor mich hin vegetieren sollte, dann musst du mich in irgend so eine Einrichtung geben, wo man schon weiß, wie man mit Männern umgeht, die nur noch vor sich hinstieren und alles vergessen haben. Leb dein Leben, ja? Das hätte deine Mutter auch nicht anders gewollt. Ich glaube, ich werde einen Moment schlafen. Bitte nicht, Papa. Bitte lass uns reden. Ich bin müde, Katja. Ich bin müde. Martin, warte mal. Was gibt's denn? Schau mal. Was denkst du? Also, die Jasmin meint, der Farbton wird wahnsinnig gut zu Claras Kleid passen. Und die Mama meint, der Gruber hat gefälligst in der Tracht vorm Altar zu stehen. Tja, lieber Hans, ich muss dir sagen, ich kann mich nicht zwischen deine Jasmin und unsere Mutter stellen. Keine Chance. Martin, ja, noch was anderes. Das soll jetzt nicht blöd klingen, aber die Jasmin, sie liegt mir dauernd in den Ohren wegen der Anzahl der Gäste. Ja. Glaubst du, Andrea wird heute dabei sein, oder? Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Finden Sie nicht, dass das Ganze langsam etwas albern wird? Ich werde Ihnen sagen, was albern ist, Herr Stenek. Dass Sie nämlich denken, Sie könnten mit Jonas Mietshäusern Ihre wackeligen Kredite finanzieren. Das ist albern. Aber ich befürchte, da haben Sie was übersehen. So habe ich das. Ja. Die Mietshäuser sind Eigentum von Jonas. Und das wird treuhänderisch verwaltet vom Jugendamt. Wie bitte? Ja. Das Jugendamt wird nämlich sicherstellen, dass Sie keinerlei finanziellen Interessen haben, den Kleinen zu adoptieren. Ach, hören Sie doch auf. Uns geht es allein um Jonas. Das ist gut. Und ich dachte schon, es würde ums Geld gehen. Dann wäre es blöd gewesen, dann würden Sie nämlich in die Röhre schauen. Ist doch alles nur ein billiger Bluff. Rufen Sie an. Ich bluff nicht, Herr Stenjak. Tun Sie uns und sich selber einen Gefallen. Hören Sie auf mit dem Scheiß. Alexander. Martin. Und das wird er völlig weggetreten, ja? Ja, das wird schon die ganze Nacht hängen. Und? Hast du die Akte schon gelesen? Ja, negativ. Das nimmst du nicht so zu Herzen. Du kannst nicht immer recht haben. Ich weiß, es ist nur schade, wenn wir eine andere Diagnose hätten. Dann wird es ihm besser gehen und
auch ihr. Sie ist total auf ihren Vater fixiert. Und zu Hause bei ihr wartet ein Mann, der möchte mit ihr glücklich werden. Danke. Wir gehen davon aus, dass alles zu Ihrer vollen Zufriedenheit ausgestaltet worden ist. Die Paragraphen 6, 13 und 24 entsprechen nicht unseren Verabredungen. Ebenso der gesamte Passus zum Thema Kündigung nicht. Meine Herren, Sie wollen eine gute Anwältin. Glauben Sie wirklich, Sie würden damit bei mir durchkommen? Wären Sie damit einverstanden, dass wir die Änderung vornehmen lassen und uns später hier wieder zusammenfinden? Ja. Meine Herren? Was machst denn du da? Denk nach, Alexander. Denkst nach? Was ist mit dir los? Andrea, sie hat einen Job gekriegt in Wien. Sie zieht nach Wien. Andere Töchter haben auch schöne Mütter. Danke, Alexander. Das hilft mir gerade sehr weiter. Ich habe ja noch eine zweite Akte gefunden. Eine zweite Akte von wem? Von Wagner? Ja, er war vor 8 Jahren schon mal hier auf der psychiatrischen. Und wohl behandelt auf schwere Depressionen. Komm. Ist ja ein Ding. Du erinnerst dich, ich habe ihm als Beruhigungsmittel Lorazepam gegeben. Prüfungsfrage. Bei welcher Diagnose führt die Gabe von Lorazepam zur sprunghaften Verbesserung der Stimmungslage? Chronische Depression. So ist es. Deswegen gab es eine falsche Diagnose. Dann stell ihn bitte um auf Lorazepam und Antidepressivum, ja? Danke, Alexander. Hey. Hey. Dr. Huber meinte, ich soll dringend hierher kommen. Hat er dir von seinem tollen Vorschlag erzählt? Nein. Er sagte irgendwas von wichtigen Neuigkeiten. Er will, dass mein Vater 2 Tage in der Klinik versorgt wird, damit wir herausfinden, was die beste Lösung ist. Aha. Und was meinst du, ist die beste Lösung? Ich werde es nicht können. Ich kann nicht mit dir ein glückliches Leben führen, wenn ich die ganze Zeit weiß, dass ich ihn dafür aufgegeben habe. Du würdest ihn doch nicht aufgeben. Doch, das würde ich tun. Das kann ich nicht. Dann ruf an, wenn ihr irgendwas braucht. Und alles Gute. Herr Ruf, ich habe Neuigkeiten. Hallo. Ich habe gute Neuigkeiten. Kommen Sie. Frau Wagner, ich weiß jetzt, wie wir dem Vater helfen können. Hat er jemals Medikamente gegen Depressionen genommen? Gegen Depressionen? Nein, wieso? Das dachte ich mir. Ich vermute, dass der Tod seiner Frau für ihren Vater ein traumatisches Erlebnis war. Solche Dinge führen mitunter zu depressiven Schüben und werden die nicht behandelt, dann kann eine anhaltende Serotoninstoffwechselstörung zu einer Wesensveränderung führen, wie im Fall Ihres Vaters. Wenn wir ihn mit den richtigen Medikamenten behandeln, dann kann er ein völlig normales Leben führen. So wie Sie beide hoffentlich jetzt auch. Sie verzeihen. Alles Gute. Danke. Herr Ruf. Vielen Dank. Ich bin auf der Autobahn, ich werde es tun. Was tun? Ja, was tun? Ich bin total aufgeregt, ich bin auf dem Weg nach Wien. Ich werde Andrea fragen, ob sie mich heiraten will. Na, das hört sich doch endlich wieder nach meinem Bruder an. Drück mir beide Daumen, ja? Alle, die ich hab. Na, besserer Schmarrn.
Na ja, komm schon, geh ran. Entschuldigung. Oh, der drückt mich weg. Scheiße. Du besorgst das Aufgebot, nicht ich. Nur du. Ich möchte mein Kleid selber aussuchen. Und du sollst mir meine Kleidung. Ich probiere es an. Du kommst später dazu. Wir gehen davon aus, dass alles zu Ihrer vollen Zufriedenheit überarbeitet wurde. Ja, natürlich. Ausgezeichnet. Wenn ich Sie bitten darf. Frau Dr. Junginger. Ja. Herzlich willkommen in Wien, Frau Kollegin. Andrea. Martin? Danke. Entschuldigung, wer sind Sie eigentlich? Guten Tag, mein Name ist Martin Gruber. Ich bin der Lebensgefährte dieser bezaubernden jungen Dame. Geh nicht weg. Geh nicht nach Wien. Lass uns zusammenbleiben, bitte. Martin, wir haben es probiert. Wir haben es immer wieder probiert und wir sind gescheitert. Meinst du, mir ist das leicht gefallen, die Entscheidung, hierher zu gehen? Nein, ist es nicht. Aber es ist besser so, glaub mir. Es ist überhaupt nicht besser so, Andrea. Ich liebe dich. Du liebst vor allen Dingen dich selbst. Ja. Was ist das? Ich liebe dich. Ich möchte mit dir steinalt werden. Heirate mich. Keine Sorge, Frau Kollegin. In Wien warten viele Junggesellen darauf, ihre Bekanntschaft zu machen. Und seien wir ehrlich, jemand mit ein bisschen mehr Manier steht einer Frau in ihrer Position bedeutend besser zu. Warum, Mann? Jetzt reiß dich zusammen. Das ist noch zu früh. Bleib denn der Martin? Jetzt mach du mich nicht auch noch wahnsinnig. Mama, ich rufe ihn an, okay? Gut, dass wir die Heizstrahlung haben, oder? Ja, das war sehr vernünftig. Vielen Dank. Hans. Martin. Servus. Du, was ist denn jetzt? Schaffst du's? Ja, ja, wir sind praktisch schon auf der Autobahn. Hast du gerade gesagt, wir sind unterwegs? Fang bloß nicht ohne mich an, okay? Du bist mein Trauzeuge, Martin. Ohne dich läuft hier gar nichts. Und übrigens... Was? Die Susanne, die ist hier gerade mit dem Jonas aufgetaucht. Super, freue mich. So wie es aussieht, ist das ein Tag mit Happy Ends, was? Ja. Jetzt beeil dich bitte. Ja, ich gebe Gas. Und? Ist unterwegs.
Aber nicht alleine. Ach, was heißt das? Was heißt das? Das heißt? Hat er sie gefragt? Fisch. Das weiß ich nicht. Jetzt fragt er nicht so. Das ist der Martin also geschafft. Das werde ich ihm nie vergessen. Frag mich noch mal. Kannst du nicht dich fragen? Frag mich. Willst du mich heiraten? Ja, ich will. Ich will. Andrea!
Ich will ihn nicht verlieren. Da kommt der Balkon nach unten rum und wunderbar. Das ist schön. Wollte das perfekte Haus für uns bauen. Ja, eine simple gemeinsame Beziehung. Nicht mehr und nicht weniger. Guck, wie Männer und Frauen das eben machen, wenn die sich lieben. Wir heiraten, bauen sich ein Häuschen, vielleicht kriegt man Kinder. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Als Sie mit dem Hausbau angefangen haben, haben Sie da schon gewusst, dass Herr Wagner krank ist? Ja, das wussten wir. Aber Katja und ich, wir waren uns sicher, dass wir es irgendwie hinkriegen. Wir kennen uns ja auch schon eine Ewigkeit. Wie lange denn? Seit den Schulzeiten. Aber je kränker Helmut wurde, desto mehr hat Katja sich auf die Position der Tochter zurückgezogen. Das ist doch verständlich, oder nicht? Ja, nicht in dem Maße. Ja, sowas ist immer schwierig, aber ich finde, Sie sollten sie zu keiner Entscheidung zwingen. Sind Sie eh längst entschieden. Vielleicht liebt sie mich, ja. Aber die Krankheit des Vaters wird immer an erster Stelle stehen. Kann ich machen, was ich will. Besser, ich gestehe mir das irgendwann mal ein. Ja, manchmal ist es wohl so, dass eine Beziehung nicht funktioniert. Ich dachte, Sie sind gekommen, um mir Mut zu machen. Entschuldigung, ich habe gerade selber auch Verzeihung. Das ist schon absurd, jetzt soll ich hier ganz alleine herziehen. Ich kann Sie gut verstehen. Sagen Sie, Stenjak-Gruppe, hat Peter Stenjak das hier gebaut? Ja. Kennen Sie Stenjak? Ah. Hatten Sie auch Ärger mit dem? Ja. Die Baustelle hier lag monatelang brach, weil er seine Leute nicht bezahlt hat. Ach. Ja. Ich dachte, der Laden läuft. Ja, da läuft nichts. Wenn Sie mich fragen, brauchst du ein Wunder, um den Laden zu retten. Verstehst du, Susanne? Das Stenjak will gar nicht den Jonas. Der will sein Geld. Ja, aber seit wann ist Jonas denn so reich? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Frau Messner hat mir erzählt, dass die Vermögensverhältnisse von Jonas erst seit ein paar Tagen endgültig geklärt seien. Ja, und? Die Eltern haben Jonas 2 Mietshäuser in Hall vererbt. Beste Lage mitten in Hall. Das gibt's doch nicht. Ja, das gibt's wohl. Und der Stenjak möchte durch den Verkauf dieser beiden Häuser seine marode Firma sanieren. Ja, aber was können wir denn dagegen machen? Ich werde morgen früh erstmal zu ihm hinfahren. Ich habe nämlich einen sehr anregenden Gedankenaustausch mit unserer Frau Messner. Um 17.30 Uhr sagt der Standesbeamte die entscheidenden Worte. Ihr seid frisch vermählt. Und küsst euch in genau 5, 4, 3, na los, 2, 1, jetzt. Ich will. Ja. Ich will auch. Perfekt. Seht ihr? Seht ihr? Die Sonne steht genau gegenüber von euch. Das werden Fotos, die könnt ihr euch in Postergröße aufhängen. Ach so. Nicht schlecht. Was glaubt ihr denn, was ich hier mache? Ich hab's dir gesagt, die Frau ist spitze. Und sagen Sie, Sie wollen hier wirklich keine Heizstrahler aufstellen? Frau Gruber, das habe ich Ihnen doch schon erklärt. Martin, warte mal. Was gibt's denn? Schau mal. Was denkst du? Also, die Jasmin meint, der Farbton wird wahnsinnig gut zu Claras Kleid passen. Und die Mama meint, Herr Gruber hat gefälligst in der Tracht vorm Altar zu stehen. Tja, lieber Hans, ich muss dir sagen, ich kann mich nicht zwischen deine Jasmin und unsere Mutter stellen. Keine Chance. Martin, ja, nur was anderes. Das soll jetzt nicht blöd klingen, aber die Jasmin, sie liegt mir dauernd in den Ohren wegen der Anzahl der Gäste. Ja. Glaubst du, Andrea wird heute dabei sein, oder? Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Thank you.
Finden Sie nicht, dass das Ganze langsam etwas albern wird? Ich werde Ihnen sagen, was albern ist, Herr Stenek. Dass Sie nämlich denken, Sie könnten mit Jonas Mietshäusern Ihre wackeligen Kredite finanzieren. Das ist albern. Aber ich befürchte, da haben Sie was übersehen. So habe ich das. Ja, die Mietshäuser sind Eigentum von Jonas und das wird treuhänderisch verwaltet vom Jugendamt. Wie bitte? Ja, das Jugendamt wird nämlich sicherstellen, dass Sie keinerlei finanziellen Interessen haben, den Kleinen zu adoptieren. Ach, hören Sie doch auf. Uns geht es allein um Jonas. Das ist gut. Und ich dachte schon, es würde ums Geld gehen. Dann wäre es blöd gewesen, dann würden Sie nämlich in die Röhre schauen. Ist doch alles nur ein billiger Bluff. Rufen Sie an. Ich bluff nicht, Herr Stenjak. Tun Sie uns und sich selber einen Gefallen. Hören Sie auf mit dem Scheiß. Mich braucht sie nicht. Ich bin weder Trauzeuge noch streue Blumen und ich habe noch genug zu tun. Mama, bitte, schau, es ist immerhin die Probe für meine Hochzeit, ha? Bitte. Ja, gut, komm schon. Danke. Lieber Andrea, ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam hingehen. Frau Kirschner? Was kann ich für Sie tun? Bitte reservieren Sie mir ein Zimmer im Burghof. Ich muss heute noch nach Wien. Heute noch? Ja. Gut. Danke. Manche Dinge dulden keinen Aufschub, oder?
Und du? Du hast dir das wirklich gut überlegt, das mit Andrea? Ja, sehr gut sogar. Mhm. Weißt du, ich will mich nicht einmischen, aber du heiratest es nicht nur, weil du ein schlechtes Gewissen hast, oder? Wegen der Julia? Ja. Mama, ich weiß erst seitdem, was mir der Andrea wirklich bedeutet. Meinst du, sie sagt ja? Meinst du, dich liebt? Andrea, hier. Ich will dich heiraten. Willst du das auch? Nein. Das ist... Andrea, mein Herz sagt mir... Wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen? Meine Tochter. Sie müssen meiner Tochter Bescheid sagen. Wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen? Entschuldigung. Guten Tag. Katja Wagner, die Polizei hat mich angerufen, dass mein Vater bei Ihnen ist. Ja. Ihre Tochter ist da. Papa, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Kenne ich sie? Ich bin's. Die Katja, deine Tochter. Katja. Aha. Ist er verletzt? Nein, soweit ist alles in Ordnung. Er scheint mir nur etwas verwirrt zu sein. Mein Vater leidet an fortgeschrittener Demenz. Ja, Frau Wagner. Ihr Vater sprach gerade mit einer Frau, dass sie tot wäre. Meine Mutter ist bereits vor 20 Jahren gestorben. Sie ist verunglückt in der Koblerwand. Katja! Es tut mir leid, dass ich jetzt erst komme. Meine Sekretärin hat mich gerade das informiert. Es ist alles in Ordnung mit ihm. Die Bergrettung hat ihn aus der Koblerwand geholt. Aus der Koblerwand? Aber, Verzeihung, Bernd Ruf. Martin Brunner. Aber was macht er denn? Hat er ja mehr Glück als Verstand gehabt, der alte Knochen. Ich werde ihn nach Hause bringen. Nach Hause? Glauben Sie, dass das die richtige Entscheidung ist? Medizinisch von meiner Seite gibt es keinen Einwand. Sie haben Erfahrung mit Ihrem Vater. Ja, was ich meine ist, wäre es nicht besser, ihn erstmal unter Beobachtung zu stellen? Bernd, ich werde bei ihm bleiben. Katja, dein Vater hätte sich heute fast zu Tode gestürzt. Aber weil ich nicht aufgepasst habe. Es tut mir leid. Kommst du später noch bei uns vorbei? Eigentlich dachte ich, dass wir heute Abend beide... Ja, klar, ich komme noch vorbei. Danke nochmal. Haben Sie denn Ihrer Chefin nicht gesagt, dass Herr Stanjak Jonas in ein Internat abschicken will? Doch. Aber er hat uns erklärt, dass er lediglich einige der führenden Internate angeschrieben hat, um sich jetzt schon zu informieren, ob Jonas dort irgendwann sein Abitur machen kann. Abitur? Ist doch lächerlich. Der Junge ist gerade mal 8. Frau Messner, Sie wissen genauso gut wie wir, dass sich Herr Stanjak nicht im geringsten für das Kind interessiert. Hören Sie, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass Jonas zu mir zurückkommt. Irgendwie. Es tut mir furchtbar leid, aber... Ich fürchte, Sie werden sich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass Jonas in Zukunft bei sich kann. Ich kann nicht mit dir ein glückliches Leben führen, wenn ich die ganze Zeit weiß, dass ich ihn dafür aufgegeben habe. Du würdest ihn doch nicht aufgeben. Doch, das würde ich tun. Das kann ich nicht. Ja, dann ruf an, wenn ihr irgendwas braucht. Und alles Gute. Herr Ruf, ich habe Neuigkeiten. Hallo. Ich habe gute Neuigkeiten. Kommen Sie. Frau Wagner, ich weiß jetzt, wie wir Ihrem Vater helfen können. Hat er jemals Medikamente gegen Depressionen genommen? Gegen Depressionen? Nein, wieso? Das dachte ich mir. Ich vermute, dass der Tod seiner Frau für Ihren Vater ein traumatisches Erlebnis war. Solche Dinge führen mitunter zu depressiven Schüben. Und werden die nicht behandelt, dann kann eine anhaltende Serotoninstoffwechselstörung zu einer Wesensveränderung führen, wie im Fall Ihres Vaters. Wenn wir ihn mit den richtigen Medikamenten behandeln, dann kann er ein völlig normales Leben führen. So wie Sie
beide hoffentlich jetzt auch. Sie verzeihen. Alles Gute. Danke. Herr Buff. Vielen Dank. Ich bin auf der Autobahn, ich werde es tun. Was tun? Ja, was tun? Ich bin total aufgeregt, ich bin auf dem Weg nach Wien. Ich werde Andrea fragen, ob sie mich heiraten will. Na, das hört sich doch endlich wieder nach meinem Bruder an. Drück mir beide Daumen, ja? Alle, die ich hab. Na, das ist doch ein Schmarrn. Was soll denn noch alles passieren? Ich hatte Träume mit Katja, Pläne für die Zukunft. Ich habe uns ein Haus gebaut, damit sie weiß, dass ich es ernst meine. Jetzt wirft sie das alles weg. Sie will sich nur noch um ihren Vater kümmern und wirft ihr ganzes Leben weg. Ich werfe mein Leben nicht weg, Bernd. Doch, genau das tust du. Frau Wagen, ich würde gerne noch mal mit Ihnen über Ihren Vater sprechen. Ich war zu lange draußen, ja? Du wirfst unser Leben weg. Bernd. Als die Mama damals verunglückt ist, da wollte ich auch tot sein. Ohne Papa hätte ich das nie geschafft. Der war der beste Vater, den man sich vorstellen konnte. Er hat alles dafür getan, dass ich trotzdem ein glückliches Leben hatte. Alles. Ich bin ihm das schuldig. Verstehst du? Nein, ich verstehe das nicht. Wenn dein Vater damals alles dafür getan hat, dass du glücklich bist, warum sollte er dann jetzt wollen, dass du unglücklich wirst? Katja. Wir beide müssen eine Entscheidung treffen. Wir dürfen uns nicht länger davor drücken. Ich kann ihn nicht einfach weggeben. Er ist mein Vater. Frau Wagner, zum einen, Ihr Vater wird jetzt in der Weile schlafen. Und zum anderen, ich weiß, es ist Familienangehörige oft sehr schwer zu akzeptieren, dass ein Verwandter ins Heim muss. Sowohl die Zeiten als auch die Anstalten so haben sich geändert. Aber er braucht mich doch. Ich kann ihn doch nicht im Stich lassen. Es geht nicht nur um sein Leben. Es geht auch um Ihr Leben. Falls mit Ihrem Vater was sein sollte, falls Sie was brauchen, dann melden Sie sich. Danke. Alles Gute. Danke. Dr. Gruber? Ja? Könnten Sie für mich noch mal mit Bernd reden? Frau Wagen, ich bin Arzt. Ich helfe Ihrem Vater gerne. Ich will ihn nicht verlieren. Da kommt der Balkon noch rundherum und wunderbar. Das ist schön. Wollte das perfekte Haus für uns bauen. Ja, eine simple gemeinsame Beziehung. Nicht mehr und nicht weniger. Guck, wie Männer und Frauen das eben machen, wenn die sich lieben. Die heiraten, bauen sich ein Häuschen, vielleicht kriegt man Kinder. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Als Sie mit dem Hausbau angefangen haben, haben Sie da schon gewusst, dass Herr Wagner krank ist? Ja, das wussten wir. Aber positiv.
Ich weiß auch nicht. Plötzlich fühle ich mich wieder so hundemüde. Es wird wieder so sein wie vorher, oder? Du hast mir doch gar nicht von Bernd erzählt. Ihr seid doch noch zusammen, oder? Ist ein guter Bursche, Katja. Verprell den bloß nicht. Wir haben gerade ein paar Probleme. Probleme? Es ist wegen mir. Stimmt's? Du musst jetzt gut zuhören, ja? Du darfst nicht dein Leben wegwerfen für mich, Katja. Wenn ich wieder so vor mich hin vegetieren sollte, dann musst du mich in irgend so eine Einrichtung geben, wo man schon weiß, wie man mit Männern umgeht, die nur noch vor sich hinstieren und alles vergessen haben. Leb dein Leben, ja? Das hätte deine Mutter auch nicht anders gewollt. Ich glaube, ich werde einen Moment schlafen. Bitte nicht, Papa. Bitte lass uns reden. Ich bin müde. Ich bin müde. Wir werden unifarbene Decken auslegen, passend zum Rest der Dekoration. Naja, und was ist mit der anständigen Gulaschsuppe? Ich meine, trotz ihrer unifarbenen Decken wird es nämlich ganz schön kalt da oben, gell? Jetzt komm, Oma, sei doch nicht zu fies zu dir. Nur zu Ihrer Beruhigung, für morgen ist ein milder Tag angesagt. Keine Niederschläge, warme Temperaturen bis zum Abend. Deshalb keine Gulaschsuppe, sondern ein kaltes Buffet mit Variationen von Fisch und Wild. Fisch und Wild kalt. Es ist ausgezeichnete Tiefkühlware aus Frankreich. Was, Tiefkühlware? Aber da war jetzt nie die Rede davon. Jetzt, Hans, jetzt regst du den hier auch noch auf. Weißt? Lass doch die Jasmin einfach machen, die macht es schon. Entschuldige mich bitte. Hallo, Hans, sorry. Servus. Na, wie läuft's? Geht so. Hallo. Er hat Nein gesagt, oder? Dazu ist gar nicht gekommen. Wieso? Sie zieht das Ding mit der Trennung jetzt durch. Sie hat einen Job in Wien angenommen. Was? Ja. Entschuldigung. Scheiße. Gruber? Frau Wagner? Ja, dann würde ich aber gerne bei ihm zu Hause nachschauen. Ja, ja. Gut. Danke. Was ist passiert? Ich musste mal los. Sozusagen ein... ein medizinisches Wunder. Viel Spaß noch. Hier kommt schon wieder vom medizinischen Notfall. Hier, da waren wir mal essen. Die schlechteste Pizza ganz Italiens, haben wir danach immer gesagt. Und sind trotzdem jedes Jahr wieder hingegangen. Schön, dass es dir wieder besser geht. Ich fühle mich auch wie... ich kann das gar nicht beschreiben. Besuch. Wie schön.
Verzeihung, die Tür war auf. Dr. Gruber ist der Arzt, der sich heute um dich gekümmert hat. Genau. Was kann ich für Sie tun, Doktor? Außer Ihnen zu danken, dass ich endlich aus diesem Dämmerschlaf wieder aufgewacht bin. Keine Ursache. Ich wollte Sie einfach noch mal kurz sehen und Sie untersuchen. Ja, aber gern. Sie können sich gerne hinsetzen. Ihnen geht's wieder gut? Ja, sehr gut. Ja. Seit wann denn? Als ich vorhin erwacht bin, da war es so, als ob mir jemand eine Käseglocke von meinem Kopf genommen hat. Unglaublich, das Gefühl. Ja, ich meine, ein Arzt freut sich immer, wenn es seinem Patienten gut geht. Frau Wagner, ich würde ganz gerne mit Ihnen nochmal unter vier Augen sprechen. Natürlich. Ich komme gleich wieder her. Danke, Herr Wagner. Lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit. Da warst du schwanger mit unserer Kleinen. Weißt du noch? Es wird wieder so sein wie vorher, oder? Du hast mir doch gar nicht von Bernd erzählt. Ihr seid doch noch zusammen, oder? Ist ein guter Bursche, Katja. Verprell den bloß nicht. Wir haben gerade ein paar Probleme. Probleme? Es ist wegen mir. Stimmt's? Du musst jetzt gut zuhören, ja? Du darfst nicht dein Leben wegwerfen für mich, Katja. Wenn ich wieder so vor mich hin vegetieren sollte, dann musst du mich in irgend so eine Einrichtung geben, wo man schon weiß, wie man mit Männern umgeht, die nur noch vor sich hinstieren und alles vergessen haben. Leb dein Leben, ja? Das hätte deine Mutter auch nicht anders gewollt. Ich glaube, ich werde einen Moment schlafen. Bitte nicht, Papa. Bitte lass uns reden. Ich bin müde, Katja. Ich bin müde. Martin, warte mal. Was gibt's denn? Schau mal. Was denkst du? Also, die Jasmin meint, der Farbton wird wahnsinnig gut zu Claras Klang. Ihr Vater sprach gerade mit einer Frau, dass sie tot wäre. Meine Mutter ist bereits vor 20 Jahren gestorben. Sie ist verunglückt in der Koblerwand. Hat er? Tut mir leid, dass ich jetzt erst komme. Meine Sekretärin hat mich gerade das informiert. Es ist alles in Ordnung mit ihm. Die Bergrettung hat ihn aus der Koblerwand geholt. Aus der Koblerwand? Aber, Verzeihung, Bernd Ruf. Martin Bruge. Aber was macht der denn? Hat er ja mehr Glück als Verstand gehabt, der alte Knochen. Ich werde ihn nach Hause bringen. Nach Hause? Glauben Sie, dass das die richtige Entscheidung ist? Medizinisch von meiner Seite gibt es keinen Einwand. Sie haben Erfahrung mit Ihrem Vater. Ja, was ich meine ist, wäre es nicht besser, ihn erstmal unter Beobachtung zu stellen? Bernd, ich werde bei ihm bleiben. Katja. Katja. Dein Vater hätte sich heute fast zu Tode gestürzt. Aber weil ich nicht aufgepasst habe. Es tut mir leid.
Kommst du später noch bei uns vorbei? Eigentlich dachte ich, das war heute Abend, weil... Ja, klar, ich komme noch vorbei. Danke nochmal. Haben Sie denn Ihrer Chefin nicht gesagt, dass Herr Stanjak Jonas in ein Internat abschicken will? Doch, aber er hat uns erklärt, dass er lediglich einige der führenden Internate angeschrieben hat, um sich jetzt schon zu informieren, ob Jonas dort irgendwann sein Abitur machen kann. Abitur? Ist doch lächerlich. Der Junge ist gerade mal 8. Frau Messner, Sie wissen genauso gut wie wir, dass sich Herr Stanjak nicht im geringsten für das Kind interessiert. Hören Sie, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass Jonas zu mir zurückkommt. Irgendwie. Es tut mir furchtbar leid, aber... Ich fürchte, Sie werden sich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass Jonas in Zukunft bei seinem Onkel leben wird. Hören Sie, wenn sich irgendetwas ändern sollte, dann werde ich Sie sofort informieren. Versprochen. Also, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Susanne, ich glaube, das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Ich danke dir. Tag, Frau Kerner. Dr. Gruber hier. Ist sie da? Warten Sie, ich bin selber gerade erst reingekommen. Dr. Gruber. Dr. Gruber, sie ist nicht da. Ich sollte das bestimmt nicht sagen, aber... Frau Dr. Junginger ist gerade nach Wien aufgebrochen. Wien?